Hansestadt Lübeck und Ortsteil Kunsforde. Wird endlich mal eine Seelleitung verlegt, damit sie nicht mehr auf dem Eimer müssen. Und hoffentlich wird hier bald grün. Sonntags arbeiten sie sowieso nicht hier. Ja, siehst du wohl. Aber vielleicht kriegen sie auch noch Telefon dazu, dass das auch noch dazu kommt. Ja, rechts Sozialanschlüsse gleich mit reinlegen, dürft ihr nicht vergessen. Ja, allerhand so. Das ist nur hier ein Loch. Da siehst du, haben sie alle Angst vor. Ja. Hier muss auch eine Ampel hin. Hier ist auch ein Schild, Biohofladen. Gut Rothenhausen. Da wo es die trockenen Semmel gibt. Die kauft immer meine Schwester, ich würde die da nicht kaufen. Dann gucken die immer noch die Schweine an da. Ökoschweine. Ja, was haben wir denn hier alles noch? Brücke. Links allerhand Baumaterial noch. Brücke über den Kanal. Elbe Lübeck. Oder Lübeck Elbe, wie man will. Und Krummesser Baum zeigen wir auch noch mal. Das nennt sich hier, glaube ich, Niederbüssau. Hier ist wohl eine Sportveranstaltung. Ah, hüpfen alle Hand rum und sowas. Ja, genau. Fußball. Laufen sie alle hinter so einen Ball hinterher. Hier auch uneinheitlich. Links ein Schweinestall, den gibt es aber schon ganz lange und steht auch schon Ewigkeiten. Das war Oberbüssau und hier kommt Niederbüssau links. Naja, haben wir durcheinander gekriegt und hier ein Autoschieber und noch Pizza Gino Restaurant. Heute hat der Autoschieber zu. Wenn die Autos nicht angemeldet sind, muss er sie ja schieben, deswegen ist es ein Autoschieber. Fahren darf man sie ja nicht, schieben ist erlaubt. Was hier Semiranis. Früher, meine Brüder sind da liegen geblieben hier. Da haben sie immer gesagt, sind in den Gärten von Semiranis liegen geblieben. Obstgärten. Da sind wieder Kolbenbolzen rausgerutscht. Da gab es einen Klemmer. Aber einen ganz heftigen.
ja, die ganzen Obstbäume sind auch ein bisschen reduziert. Lohnt sich wohl nicht mehr. Wird alles irgendwie aus sonst woher geholt. Jetzt überfliegen wir die Autobahn A20. Oh, was ist denn wohl? Und da hinten kommt das Greifwerk. Hier ist noch ein Motorrad zu verkaufen. Das war doch bestimmt die 900er von Aal noch. Da haben wir früher gewohnt. Oder auch immer noch gewohnt. Ich weiß nicht, Thomas Aal noch. So, hier unser Greifwerk, wo wir gelernt haben. Und hier gibt es auch noch was, so eine kleine Sichenhäuser. Ja, und da hinten der Lübeck. Wir machen erstmal einen Schnitt. Bis dann, bye bye.